So, hallo, willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von Skyrim. Ja, wir befinden uns gerade momentan in dieser Festung Dämmerlicht. Müssen die Bücher, die gestohlen wurden, aus der Akademie hier wiederfinden. Aber bisher auch noch nicht geschafft. Wir sind hier ein bisschen in der letzten Folge ein bisschen orientierungslos durch die Gegend gelaufen. So, jetzt haben wir einen Schlüssel, jetzt kommen wir hier rein. Ui, was ist das hier? Ach so, das ist ein Schrein. Ja, und jetzt hoffe ich mal, dass wir hier jetzt dann bald durch sind. Das Salz, das nehmen wir mit. Oh, hier gibt es schicke Stiefel, oder? Nee, nicht wirklich. Und die Truhe hier habe ich gar nicht gesehen. Im Reinlaufen. Ah ja, ich weiß warum. So, den Geldbeutel nehmen wir mit. Was haben wir hier? Nee, danke. Ich verzichte. Das können wir wieder nicht nehmen. Kleiderschrank, ja, da wird wahrscheinlich bloß Müll drin sein. Ja, gut. Dann hier lang. Hier lang, hier müssen wir weiter. Automatisches Speichern. Ach so, weil wir durch die Tür gelaufen sind. So, Feuer. Rolle des Eisstachels. Das werden wir sowieso alles verkaufen. Also diese ganzen Rollen, weil wir sie nicht benutzen. So, was haben wir hier? Ist noch eine Rolle. Wieder Eisstachel. Okay. Hoppala. Ihr also seid in mein Haus geplatzt und habt meine Projekte zunichte gemacht. Wie schön, euch kennenzulernen. Wer seid ihr denn? Namen spielen keine Rolle mehr. Ihr könnt mich die Ruferin nennen. Also habt ihr einen Grund dafür, ein solches Chaos anzurichten? Ich bin wegen der Bücher aus der Akademie hier. Ihr gehört also nur zu Arens Lakaien. Wie schade. Ihr seht mir sehr vielversprechend aus. Ihr kommt hierher, tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ihr habt mich verärgert. Da werde ich euch wohl kaum etwas geben. Hey, also warte mal, Moment einmal, die haben mich angegriffen. Hätten die mich nicht angegriffen, hätte ich auch nicht zurückgeschlagen. Also bitte, ja? Ich bin unschuldig. So, dürfte ich bitte die Bücher abhaben? Abholen, wollte ich jetzt sagen. Vielleicht könnten wir ja eine Vereinbarung treffen. Lasst mich die Bücher mitnehmen, dann wird es auch keine weiteren Probleme geben. Überreden. Abmachung. Ja, was wollen wir denn jetzt? Aber ich frage hier höflichst, dürfte ich bitte die Bücher haben? Nee, wir sind doch nicht so. Komm, wir. Ich fürchte, ihr habt mir nichts anzubieten. Ihr könnt jetzt entweder in eure Akademie zurückgehen und mich in Ruhe lassen, oder ich bringe euch um. Die Entscheidung liegt bei euch. Ja. So, jetzt frage ich noch mal ganz höflich. Ach, auf einmal sagt ihr bitte und danke. Ich fürchte, für Nettigkeiten ist es jetzt zu spät. Ich gebe euch die Chance, euch umzudrehen, zu dieser Tür hinauszugehen und nie mehr wiederzukommen. Und ihr solltet euch besser beeilen. So, lasst mich die Bücher mitnehmen, dann wird es auch keine weiteren Probleme geben. Gut, nehmt sie und geht. Kommt nicht mehr zurück, Echt? sonst wird euch mein ganzer Zorn treffen. Ja, da habe ich richtig Angst vor. Oh, danke, geht doch, oder? Wo ist das Problem gewesen? So, jetzt geht mal hier. Das müssen wir mitnehmen. Eigentlich solltest du vor mir Angst haben. Ich habe schließlich deine ganzen
deine Lakaien hier zunichte gemacht. Nehmen, 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 bitte nehmen. So, jetzt sind wir fertig. Die Bücher haben wir jetzt. Gut, dann gehen wir wieder. Loot. Komm mit, Lydia. Looten. Orkische Rüstung. Oh, die ist aber wieder richtig schwer. Die können wir noch mitnehmen. Und jetzt sind wir zu schwer. Ja, wir werden jetzt die Lydia gleich darum bitten, uns was abzunehmen. Fragmente, was? Seelensteinfragmente, was soll ich damit? Brauche ich die irgendwann mal? Ja, gut, wir nehmen sie mal mit. Nein, ich möchte gerne hier. Oh, den Beutel. Ich weiß, dass ich zu viel trage. So, jetzt kommen wir hier, Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Ich stehe zu eurer Verfügung. So, du kriegst. Ach so, das ist wieder ein Questgegenstand gewesen. Ganz die schweren Sachen kriegt die Lydia jetzt zugeschustert. So, hier, dies kannst du haben. Mal sehen, was du aufheben kannst, ein bisschen was. Aber die wird jetzt wahrscheinlich auch gleich voll sein. Ui, hier haben wir irgendein Buch. Können wir das. Nee, das können wir von hier aus nicht fallen lassen. Das geht nicht. So, hier, guck an. Da haben wir gleich zwei davon. Und die kann jetzt nichts mehr heben. Ja, okay. Es reicht auch Ihr geht schon. vor, ich folge. Ach, guck an, das ist diese Tür mit dem Riegel davor, wo wir vorher nicht rein konnten. Gibt es immer so eine kleine Abkürzung. So, war das nicht die Tür, die verschlossen war? Ja. Da kommen wir jetzt auch Oh. rein. Aha, jetzt sind wir hier gleich draußen, okay. So, erledigt. Kleines Bad. Ach, wir müssen ja sowieso in die Akademie zurück. So, wir machen jetzt hier mal Schnellreise. Achso, sind wir hier draußen. Müssen wir auch noch ein Stückchen laufen. Hallöchen, da bin ich wieder. Hast du mich schon Mir wurde vermisst? gesagt, dass ihr diese Kugel in Sartal gefunden habt. Ja. Warte mal, kann ich mit dir sprechen? Ah, nee, das ist die, Nun, mit auf der haben jeden wir doch Fall schon baut ihr euch gesprochen. einen Ruf auf. Hä, was ist denn hier Nutzlose los? Unterhaltungen liegen mir nicht, aber vielleicht benötigt ihr Hilfe bei Beschwörungsmagie. Ach, die gehen jetzt alle Heier Wisst ihr, machen. es heißt, das Wissen an sich ist schon Belohnung genug. Die ging, glaube ich, jetzt zum Schlafen. Oh, was ist denn hier los? Hey, die haben diese Kugel hierher gehievt. Faszinierend. Aber damit will ich nichts zu tun haben. Das sieht irgendwie gruselig aus und bedeutet nichts Gutes. So, jetzt geben wir mal die Bücher ab. Das Quest hier abgeben. Müssen wir wieder in die Bibliothek. Und er wartet schon auf uns.
Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem... Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Ja. Nun sieh einer an. Und ihr scheint auch noch unversehrt zu sein. Danke. Ich werde die Bücher durchsehen und Mirabelle Bescheid geben, wenn ich etwas Interessantes finde. Die Nacht der Tränen, was? Ich erinnere mich. Na, das ist ja interessant. Habt ihr es gelesen? Wenn ich mich recht entsinne, dürfte das interessante Auswirkungen haben. Ihr solltet es Tolf dir gegenüber erwähnen. Und hier, ihr habt ihr euch redlich verdient. Mann, ist ja gut. Schrei doch nicht so. Okay, können wir hier noch was an Arbeit nennen? Hier, nehmt eure Arbeit sehr ernst. Nee, ich wollte Arbeit haben. Hier gibt es überhaupt noch Arbeit für mich? Gott, was hatten die mir alles zugesteckt jetzt? Bis zum nächsten Mal. Warte, ich schau mal. Ich glaube, der hat mir jetzt einige Bücher hier, mein... Nee, Bücher wollte ich. Ja, wir tragen eh schon so viel Zeug mit uns rum. Warte mal, wir probieren, benutzen. Nee, haben wir schon. Okay, das hatten wir noch nicht. Ah, kann ich dir... Nee, ich glaube nicht, dass ich das verkaufen kann, oder? Warte. Wenn ihr ein... Ich habe ein paar Dinge herumliegen, bei denen es sich nicht lohnt, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr könnt sie durchsehen. Verkaufen. Ja, weg damit. Ich weiß es nicht, für was ich diese Bücher jetzt hier... Verzeichnis der Waffenverzauberungen. Ja, gut. Also gut. Ja, jetzt müssen wir mit dem anderen Kerl da sprechen, der es geschafft hat, die Kugel hierher zu bringen, glaube ich. Ja. Wahnsinn. Haben sie es echt geschafft, diese Kugel hier zu hieven. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Ja, ja. Urga meinte, ich sollte zu euch gehen. Ach, hat er das? Hat er irgendwelche Informationen zu unserer wundervollen Entdeckung? Ich habe das Buch der Nacht der Tränen gefunden. Es gibt ein Buch, das ich seiner Meinung nach lesen sollte. Ah ja, gut, ich werde auf jeden Fall später im Arkaneum vorbeischauen. Ich kann mich einfach nicht davon losreißen. Was es auch sein mag, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Wenn ich noch einen Moment damit verbringen dürfte, könnte ich vielleicht noch einige Beobachtungen machen. Ihr habt sicher bereits die Zeichen bemerkt. Sie sind ganz anders als alles, was wir zuvor gesehen haben. Eileiden, Dwemer, Daedra. Nicht einmal Falmer. Nichts passt dazu. Wirklich interessant. Nun, ich bin nicht sicher, dass ihr ganz so darauf eingestimmt seid wie ich mit meiner jahrelangen Erfahrung. Aber jetzt könnt ihr das spüren? Lauf doch nicht weg! Dieses fantastische Objekt, es strahlt förmlich Magika aus. Und doch ist es anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Erzmagier, die Akademie wird für euch da sein, was auch geschieht. Wir kümmern uns immer um unsere Leute. Hey, jetzt gibt es gar nicht mehr die Option mit dem anderen Buch. Die kann ich jetzt gar nicht mehr auswählen. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Ey, ja, die brauche ich aber nicht. So, mal sehen, was ich dir verkaufen kann.
Ja, und dann hat er schon keine Kohle mehr. Das ist, oh, die haben fast nie Kohle dabei. Aber warte, ich hab doch so, ja genau, hier sowas gehabt. Ich zieh das Zeug nicht an, also bitte. So, das war's. Mehr kann ich dem schon gar nicht mehr geben. Hätte ich mir vielleicht diese... Ja, aber die hätte er eh nicht zahlen können. Ja, den einen hier vielleicht. Die Stiefel kannst du auch haben. Na gut. Ich störe nun gern, aber ich muss sofort mit eurem Kollegen sprechen. Hm? Das ist sehr ungebührlich. Wir führen hier ernsthafte Forschungsarbeiten durch. Ja, die Wichtigkeit ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber um eine Sache, die nicht warten kann. Nun, ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Was für eine Dreistigkeit. Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir Unterbrechungen vermeiden können. Ihr müsst sofort mit mir kommen. Gehen wir. Hm? So, Moment, ich hab gerade was im Mund. So. Ich verstehe nicht, was jetzt los ist. Wirklich? Dann lasst mich die Situation erläutern. Ich würde gerne wissen, warum jemand hier in der Akademie behauptet, Mitglied des Sidjik-Ordens zu sein. Aber was noch wichtiger ist, ich würde gerne wissen, warum er konkret nach euch fragt. Ja? Wir werden echt also jetzt ein wenig mit ihm plaudern und herausfinden, was genau er will. So, warum seid ihr deshalb so besorgt? Ich werde die Fragen stellen. Ihr müsst nur wissen, dass der Sidjik-Orden eine abtrünnige Organisation ist, die sich selbst über dem Gesetz wähnt. Sie lagen bereits im Konflikt mit dem Altmeri-Bund und ich möchte nicht, dass das hier ebenfalls geschieht. Okay. Ja, ich soll dir folgen, also sieh zu. Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach werden wir ihn vom Akademie... Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach... Hä, jetzt sprich doch mal deinen Ersatz zu Ende, du Knödel. So, sagst du es jetzt nochmal? Ich soll mit Mönch reden. Okay, der hat sich... Mönch, was für ein Mönch denn? Na gut, dann reden wir halt. Hä? Jetzt geht's wieder rauf. Ach du liebe Zeit, hier ist ein Mönch. Was geht hier vor? Bitte macht euch keine Sorgen. Ich will euch nichts Böses. Quara. Es ist schön, euch persönlich Quara kennenzulernen. Ja, ich kenne dich aber nicht. Wer bist du denn? Was ist los? Was ist mit allen passiert? Was wollt ihr von mir? So, was ist mit allen passiert hier? Was ist los? Ich möchte einfach nur mit euch reden. Ja, dann rede. Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu reden. Aber das kann ich leider nicht lange. Wir müssen uns kurz fassen. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss.
Wenn es gefährlich ist, warum ändert ihr nichts daran? Das wird leider nicht so einfach sein. Ihr müsst verstehen, dass der Sijik-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat. Besonders bei Ancano, eurem Kollegen bei den Talmor. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Wieso sollte ich euch oder eurem Orden vertrauen? Ich nehme an, ihr bezieht euch auf Ancanos Abneigung gegen den Sijik-Orden. Die Talmor sehen unseren Orden als Bedrohung an, weil wir mächtig sind und ihnen nicht gestatten, uns zu kontrollieren. Ich versichere euch, dass wir euch nichts Böses wollen. Ja, dann ist ja alles gut. So, und was genau ist das Problem? Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Okay, was erwartet ihr von mir? Ich helfe euch, aber ich weiß nicht, was zu tun ist. Leider ist uns die Zukunft ebenso verborgen wie euch. Die überwältigende Macht des Auges macht es uns schwer, sie zu sehen. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier in eurer Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Wo finde ich diesen Auguren? Ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist. Ich bedauere euch nicht weiter behilflich sein zu können, aber dieses Gespräch strengt mich sehr an. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten, so gut wir können. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Tut mir leid. Wolltet ihr etwas sagen? Was soll das bedeuten? Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht. Tut nicht so geheimnisvoll. Ihr wolltet ein bestimmtes Mitglied der Akademie sehen. Hier ist sie. Also, was wollt ihr? Es hat ein Missverständnis gegeben. Ich sollte eindeutig nicht hier sein. Ich werde einfach gehen. Was? Was sind das für Tricks? Ihr geht nirgendwo hin, bevor ich nicht weiß, was sie im Schilde führt. Ich führe nichts im Schilde. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich euch in irgendeiner Weise gekränkt haben sollte. Wir werden uns darum kümmern. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Wir müssen diesen Auguren von Dunlain finden. Okay, dann ich bin... Weißt du was? Was ihr davon? Hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Was wollte dieser Pfüß? Ich kann es nicht aussprechen. Ah. Hat er nicht gesagt. Er hat nur nach euch gefragt. Wirklich sehr seltsam. So. Habt ihr jemals etwas von dem Auguren von Dulian gehört? Hat Tolf dir wieder Märchen erzählt? Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt, dass das kein gutes Gesprächsthema ist. Bitte lasst nicht zu, dass er weiter über dieses Thema diskutiert. Oh Mann, ich kann also kein... gut. Also du bist jetzt mal gar keine Hilfe, würde ich sagen. Dann schauen wir weiter. Irgendjemand wird uns schon Auskunft geben. Bitte behelle ich den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Ja, ich wenn weiß. Es Probleme gibt... Das braucht euch nicht zu bekümmern. Könnt ihr mir jetzt überhelfen, diesen Augur zu finden? Wie ihr wünscht. Wir sprechen nicht viel darüber, weil dies zu Missverständnissen unter den Leuten hier führen könnte. Der Augur ist unten in der Müllgrube unterhalb der Akademie. Ich würde euch raten, nur dorthin zu gehen, wenn es wirklich unbedingt erforderlich ist.
Was für eine Müllgrube. Wo lerne ich neue Zauber? Was wird hier von mir erwartet? Was wisst ihr über die Physik? Nicht mehr als Ordner? Andere nehme ich an. Es handelt sich dabei um einen sehr alten Orden. Er entstand eine ganze Weile vor der kaiserlichen Magiergilde. Tatsächlich wurde die Magiergilde als Gegenstück zum Sitchik-Orden gegründet, der die Auffassung vertrat, dass nur einige wenige Auserwählte die Magie beherrschen sollten. Doch seit über 100 Jahren hat niemand mehr etwas von ihm gesehen oder gehört. Mhm. Was wird hier von mir erwartet? Es gibt keine Erwartungen. Diese Akademie ist ein Ort, an dem man Magie ungehindert lernen und ausüben kann. Ich hoffe, ihr teilt alle Entdeckungen aus euren Studien zunächst mit den Mitgliedern der Akademie. So können alle davon profitieren. Nun, das hängt davon ab, wonach ihr sucht. Faralda kann Zerstörungszauber lehren und bietet Training dafür an. Ja, okay, Phineas, das werde ist ich einer schon der besten Beschwörer in ganz Himmelsrand und kann euch mit Zaubern dieser Art helfen. Was macht denn der Typ da? Hä? Könnt ihr womöglich Cesargo helfen? Ich dachte, du bist so toll, dass du gar keine Hilfe brauchst. Hä, ist der total bescheuert? Da ist doch gar nichts. Es fällt schwer, es zuzugeben, aber Cesargo kann immer noch etwas Hilfe gebrauchen. Ja, ich weiß. Wobei habt ihr denn Hilfe gebraucht? Cesargo hat gesehen, dass Tolvdir euch mag. Ihr habt sicherlich große Magiefertigkeiten. Stimmt's? Cesargo ist sehr fleißig. Schafft es jedoch nicht alleine. Könnt ihr ihm helfen? Wie kann ich euch denn konkret helfen? Cesargo hat sich sehr bemüht, neue Zauber zu lernen und neue Dinge auszuprobieren. Cesargo wird ein ganz besonderer Magier sein. Aber Cesargo ist so fleißig, dass er keine Zeit hat, diese neuen Zauber auszuprobieren. Wenn ihr mir mit dem Testen helft, wird das Lernen einfacher. Cesargo gibt euch die Schriftrollen und ihr benutzt sie und berichtet von den Ergebnissen. Hört sich doch gut an, oder? Sagt Cesargo einfach Bescheid, wenn ihr fertig seid. Oh, weh, wir haben ja schon so viele Schriftrollen. Ja, okay, gib mal her. Ah, da könnt ihr nicht widerstehen, stimmt's? Ja, du bist so unwiderstehlich, wirklich. Das da, glaube ich. Cesargo hat das als hervorragenden Flammenmantel der besonderen Art entworfen. Der ist besonders bei Untoten stark. Fackelt sie im Handumdrehen ab. Cesargo gibt euch viele dieser Schriftrollen. Probiert sie aus und kommt wieder, wenn ihr sagen könnt, ob sie funktionieren. Ja gut, die werde ich wahrscheinlich dann auch erst in einem Dungeon anwenden können. Cesargo wartet darauf zu hören, wie gut seine Schriftrollen wirken. Untote unterwegs sind. Das ist ja wohl klar. Oh, Miss Lydia, komm. Wir müssen mal den Typen hier aufsuchen. Müllhalde. Gibt's hier eine Müllhalde? Müllgrube, sorry. Naja, irgendwo müssen sie auch ihren Müll entsorgen. Na, das habe ich das erste Mal jetzt hier gesehen, dass die hier so eine Müllgrube haben. Ich meine, all die anderen Städte müssten ja auch ihren Müll irgendwo entsorgen. Wo ist das eine Truhe? Nein. Ach, hier könnte man das doch anwenden. Warte mal. Ich habe auch mit so Schriftrollen ja auch gar nichts am Hut. Warte mal. Wo finde ich denn diese Schriftrollen hier? Unter Sonstiges? Nein.
gibt's extra Schriftrollen. Heißstachel hier. Die können wir mal anlegen. Oh Gott, wie sieht denn das aus? Go, geh mal raus hier bitte. Nein. Hier. So, hier war doch irgendwo einer, der rumgeplärt hat. Kann ich das abbrechen? So stirbt schon. Oh, Lydia, weg. Komm, mach den mal fertig, du schaffst das schon. Ja, jetzt muss ich wieder umwechseln. Ich stehe auf eurer Seite. Oh, die Lydia angefackelt. Ihr lasst es drauf ankommen. Was war das? Entschuldigung. Jetzt gehört ihr mir. Ja, ich kugel ich selber. Ich kugel ja selber. Was? Echt jetzt? Die bobst uns weg? Ja. Nun ja, ist wohl weggelaufen. Ist wohl weggelaufen. Oh weh. Jetzt hat die mich echt. Ja gut, ich wollte sie jetzt nicht umbringen, aber es wäre jetzt wurscht gewesen. Mensch, was war denn das bitte? Ich meine, ich bin ja selber in Flammen gestanden. Das ist ja ein komischer Scheiß hier. So, wir müssen das aber trotzdem probieren. Hä, wir haben jetzt... Moment. Ja, was denn nun? Was denn nun? Hier, das ist nicht so einfach hier mit dem Wechseln. Wo ist denn dieser Untote? Das ist die. Weißt du was? Normalerweise hätte ich die Lydia draußen lassen müssen. Und hier alleine. Komm, die lassen wir draußen. Das macht keinen Sinn. Sonst wird es hier wahrscheinlich nichts. Warte mal, wo geht's denn jetzt hier wieder raus? Hier. Jetzt gehen wir mal kurz raus. Die Lydia lassen wir hier draußen. Komm mal mit. Hier. Bin immer noch da. Ich bleibe hier und passe auf. So, jetzt geh mal alleine da rein. Ich glaube, das ist besser. Weil sonst tun wir uns hier gegenseitig umbringen. So, wir müssen darüber und... Warte mal. Hier unten... Wo ist dieser Eisgeist? Autsch. Wir rempeln alles um. Was haben wir hier? Fackelwürmchen. Überall sind diese kleinen Fackelwürmchen. Ach du liebe Zeit, wo sind wir hier unten? Das soll eine Müllanlage sein, das sieht aber hier nicht danach aus. Ich werde verrückt. Was ist das hier? Das ist doch
komischer Ort. Ich möchte da gar nicht irgendwie, habe ich ein bisschen Angst, dahin zu gehen. Es sieht doch merkwürdig aus, oder? Guck mal, das ist das Oblivion-Zeichen. Sockel aktivieren. Opferstock ist leer. Nee, wir aktivieren jetzt besser nichts. Oh, was man hier unten alles findet. Das haben die bestimmt nicht gewusst. So, mal sehen, ob es hier irgendwo Untote gibt. Pilze gibt es jedenfalls. Was ist das? Oh. Alles verfangen nehmen. Da oben ist doch einer. So ein Untoter. Warte mal. Dann könnte man jetzt hier ausprobieren. Und was soll es jetzt bewirken? Hey, ich meine, ich stehe hier unter in Flammen. Komm, wir gehen mal zu ihm. Vielleicht. Yes. Dann können wir richtig umhauen. Und wie lange hält denn das hier an? Schon ein bisschen, ha? So, hier können wir weiterlaufen. Untere Müllgrube. Untere Müllgrube. Was sollen wir jetzt hier unten finden? Ui, da ist so ein Eisgeist. Da muss ich mein Schwert wieder einsetzen. Okay, da unten ist eine Truhe und da geht's da überhaupt weiter? Ja, aber wir schauen erstmal hier. Hoffentlich vergesse ich das beim nächsten Mal nicht. Okay, ich würde sagen, liebe Leute, wenn ihr Lust habt und wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut doch bitte in der nächsten Folge vorbei. Also, dann macht es gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!